Die Nase eines Hundes ist um ein Vielfaches sensibler als die des Menschen. Mit bis zu 250 Millionen Riechzellen nimmt sie selbst schwache Gerüche wahr. Daher eignen sich Hunde besonders gut zum Einsatz im Bereich Personenrettung. Also die Aufgabe einer Rettungshundestaffel ist, eben Menschen zu suchen und zu finden, entweder in Flächengeländen oder in Trümmern. Das heißt, wir suchen sehr oft eben Personen, die sich nicht mehr orientieren können, nicht mehr zurückfinden, Altersdemenz oder Kinder, die sich verlaufen. Ansonsten haben wir Trümmereinsätze weniger. Wir hatten schon welche, das war dann zum Beispiel ein Flugzeugabsturz, wo wir dann einfach die Trümmerteile absuchen müssen und eben schauen, ob wir darunter noch jemanden lebend finden können. Angelika Simon befindet sich mit ihrem Labrador Retriever Colin noch am Anfang der Ausbildung. Bis es in den Einsatz geht, vergehen so 2,5 bis 3 Jahre. In dieser Zeit werden zunächst unabhängig voneinander der Suchvorgang sowie das Anzeigen gefundener Personen aufgebaut. Erst im späteren Verlauf der Ausbildung werden die beiden Elemente zusammengeführt. Unsere Aufgaben werden immer so gestellt, dass der Hund sie in jedem Fall lösen kann, also altersgerecht angepasst. Das fängt an mit ganz kleinen Nachlaufspielchen. Der Hund lernt erstmal, dass der Mensch, der dort ist, ein Spielzeug oder was zu futtern hat. Und im Prinzip sucht der Hund dann auch nicht diesen Mensch, sondern er weiß, den Mensch, den ich da finde, der hat mein Spielzeug oder mein Futter. Ja, dann steigert man diese Aufgaben mit diesem Hund ganz langsam. Das heißt, erst ist es ein Nachlaufen, dann verschwindet jemand hinter einem Baum, dann verschwindet er hinter einem Baum, der weiter entfernt ist. Dann wird separat eine Anzeige aufgebaut, ganz komplett von dem Suchen weg abgelöst, wo der Hund lernt, wie er uns die Person dann anzeigen soll, nämlich durch Verbellen. Im Gegensatz zu klassischen Personensuchhunden orientieren sich Rettungshunde nicht an einer vorab gegebenen Geruchsprobe, sondern suchen flächendeckend große Gebiete nach menschlichen Gerüchen ab und können da weitermachen, wo andere Methoden versagen. Der Hund ist einfach das beste biologische Ordnungsmittel, wenn man es so sagen darf, weil er ja in einer relativ kurzen Zeit sehr zielgerecht das absuchen könnte. Und in Trümmern ist es natürlich die andere Seite, wo da kommt man eh mit vielen Geräten nicht mehr hin, ist nicht mehr begehbar. Ein Hund kommt immer noch irgendwo durch und hat durch seine super Nase eben auch die Chance, menschliche Witterung aufzunehmen, was mit anderen Geräten halt alles nicht mehr möglich wäre. Bestenfalls beginnt das Training bereits im Welpenalter, spätestens aber mit 2 Jahren. Um die Arbeit sicher ausführen zu können, dürfen die Hunde nicht zu klein sein. Auch sehr große, schwere Hunde sind nicht geeignet, da die Arbeit ihre Gelenke zu sehr belasten würde. Auch der Hundeführer selbst muss für ein erfolgreiches Training einige Voraussetzungen mitbringen. Neben dem vorgeschriebenen Mindestalter von 18 Jahren zu Beginn der Ausbildung und körperlicher Fitness müssen die zukünftigen Rettungshundeführer sich auch viel theoretisches Wissen aneignen. Wir sind alle ausgebildet in Sachen wie Erste Hilfe Mensch, Erste Hilfe Hund. Wir sind in Orientierung komplett ausgebildet. Das heißt, wir wissen, wie man mit einem GPS-Gerät umgeht im Wald. Wir können uns mit Karte und Kompass orientieren. Wir lernen einiges über die Lerntheorie Hund und über Einsatztaktik praktisch. Wie wir also einen Einsatz am günstigsten abwickeln, um schnellstens einen Erfolg zu haben. Wurde die theoretische und praktische Prüfung erfolgreich absolviert, darf der Rettungshundeführer frühestens mit 21 Jahren in den Einsatz. Außerdem werden jährlich sogenannte Einsatzgruppentests durchgeführt, in denen das Gelernte erneut abgefragt wird. Colin ist nicht der erste Hund, den Angelika Simon zum Rettungshund ausbildet. Doch mit ihm verbindet sie eine ganz besondere Geschichte. Also meine Mama hat schon 2 Rettungshunde ausgebildet, unsere 2. Und der eine wurde dann leider irgendwann zu alt und der andere wurde mit 6 Jahren schlimm krank. Dann haben meine Schwester und ich die Fernsehshow Bezauberndes Hindi, Wünsche werden wahr gesehen und haben uns einfach aus Spaß gedacht, da mal mitzumachen. Dann nach ein paar Wochen kam dann schon der Anruf, dass die uns gerne mit dabei hätten. Und so ging das dann alles los und dann hat meine Mama den Colin in der Fernsehshow bekommen. Seitdem lebt er, wie jeder andere Rettungshund auch, bei seiner Familie. Nur statt wie andere Hunde regelmäßig zum Agility zu gehen, lernt Colin Menschen zu suchen. Spaß am Training hat er mindestens genauso viel.